Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Hell. Und alter Schwede, ist das hier. Da hinten ist die Brücke. Und hier müssen wir irgendwie lang. Aber wie kommen wir hier lang? Wie kommen wir hier lang, ist die Frage. Da hinten ist die Brücke. Da müssen wir irgendwie hier rüber. Hier, ach, da müssen wir vielleicht lang. Warte, hier müssen wir lang. Was sind Knochen? Hier runter. Und hier haben wir tatsächlich auch. A beast like no other appeared and devoured one of the children. Lass uns mal aufschreiben vor Brücke. Brücke ist einmal. Oh, Brücke haben wir 42 West und 40 Süd. So. Alles klar. Aber hier geht's auch nicht weiter. Wurm. Oh ja, wir haben Wurm. Okay. Wurm ist natürlich ungeil. Warte mal, Würmsche. Wurm wir wieder ein Wurm. Wieder natürlich im Arm drin, ist klar. Gut, dass wir genug Knochennadeln dabei haben. Und anscheinend noch mehr Würmchen. Dann gucken wir nochmal. Wo haben wir noch was? Da ist noch ein Würmchen. Da ist noch ein Würmchen. Nein! Noch ein Würmchen? Gott, kannst auch übertreiben. Kannst auch echt übertreiben. Ah, oh, das ist ja nicht so. Wir bestehen nur noch aus Verband hier. Noch ein Würmchen? Oh, wir haben noch ein Würmchen, Alter. Ist mal gut jetzt. Bin ja nur noch aus Verband bestehend. Gibt es kein Körperteil mehr, wo wir keinen Verband haben. Ach, guck mal da oben. Was ist da oben? Da unten. Da ist das Boot. Das Boot. Ah, okay. Aber die Frage ist, kommen wir hier irgendwie weiter? Wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, wie kommen wir da hinten hin? Da hinten hin. Was ist denn nun schon wieder? Was haben wir denn nun schon wieder an? Ach, da müssen wir hier. Ja. Müssen wir uns mal sammeln. So. Da, Maden rauf. So. Fieber haben wir natürlich auch, gehört sich ja dazu. Und hier kämen wir rein. Unbekannter Pilz. Können wir hier eigentlich speichern, sag mal? Spielladen, speichern, verlassen. Bekannter Pilz. Wollen wir es mal riskieren und futtern? Ich riskiere es einfach mal. Wenn wir verrecken, dann starten wir halt immer neu. Das ist dann halt Pech. Essen. Minus 15% Hydration, 2 Energie, minus 1 Fieber. Oh, okay. Cool. Aber minus Hydration halt. Hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, da hätten wir, glaube ich, einfach nur runterspringen müssen. Ja, genau, okay. Das würde mich dann aber auch zu dem Punkt bringen. Auf der anderen Seite war ja auch so eine Schlange zu sehen. Guck mal hier, Schlange.
Och, was ist denn jetzt schon wieder? Das verheilt. Mann, ey. Komm, du kannst auch keine 2 Meter laufen. Da war nämlich noch eine Schlange zu sehen. Warte. Da hat man das gesehen. Ich hier. Und dann hier oben. Jetzt hier rüber läuft. Da waren da links Schlangen zu sehen. Da. Was mich dazu bringen würde, dass man hier irgendwie vorbeikommt. Oder hier rüber. Da gibt es hier irgendwas, wo man durch kann. Ich, darunter gehen wir auf keinen Fall, aber. Da kommen wir nicht lang. Ach, jetzt habe ich schon wieder was. Was ist denn nun schon wieder? Sag mal. Kannst du auch übertreiben. Achso, okay, alles klar. Da muss ich jetzt die Wunde wieder vertüdeln. Warte mal, wir präparieren das mal. Herstellen. Ascheverband. Machen wir uns da gleich mal Ascheverband drauf. Im Fall der Fälle. So. Meine Güte, ey. Wie viele Verbände haben wir jetzt verbraten? Das müssten 5 oder 6 gewesen sein. Guck mal, da geht es nämlich weiter. Also irgendwie müssen wir da lang. Es kann natürlich sein, dass wir das irgendwie, dass wir das Rätsel wahrscheinlich, weil wir das Rätsel geknackt haben, dass der nachher weg ist. Obwohl, ich sehe dahinter aber auch nichts. Und der Weg muss da irgendwo lang gehen. Gibt es hier ja irgendwie einen Durchgang. Hier kommen wir nicht lang. Hier würden wir runterfallen. Und hier hoch geht's auch nicht. Also irgendwie muss es dann einen Weg geben. Ich würde fast behaupten. Ja. Gut. Südwesten hat man gesagt. Eigentlich müssen wir direkt darüber. Das ist schon eigentlich schon richtig. Und das sind so eine Art Stonehenge da hinten. Oh, interessant. God, I could use a drink. Ja, ich weiß, du brauchst ein Getränk. Aber was willst du machen? Wir haben nichts. Ich glaube, warte mal, sind das die mit Tabak? Tabakblüten, jawoll! Das sind die. Geil. Ich glaube, das sind die, glaube ich, auch. Warte. Tabakblüten nicht zerstören. Erweitern. Wollen wir erweitern? Zerstören? Oder müssen wir die erstmal trocknen lassen? Kann auch sein, dass wir die trocknen lassen müssen. Erstellen. Nee. Aber ich meine, das ging mit Tabak. Essen kann man die auch nicht. Es kann aber auch sein, dass wir die Infusion damit machen können. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das war Tabak. Kann ja natürlich auch sein, dass es eben nicht Tabak war. So. Muss es auch gleich mal dringend waschen. Schon schön hier, ne? Wenn das nicht so gefährlich wäre und naja. Wäre eben halt so gefährlich und tödlich, dann wäre es tatsächlich eine schöne Gegend. Wir brauchen unbedingt auch noch wieder Verbände. Wir müssen unbedingt noch mal rausfinden, wo wir diese Fasern kriegen. Oh, guck an. Legende. Pray on the altar we must. So.
Südwest. Wir gehen eigentlich in die falsche Richtung, würde ich behaupten. Aber ich, sonst mache ich mir gleich auch irgendwie noch ein anderes Lager. Weil ich tüdel hier immer überall rum. Nehmen wir mal meinen Speer gerade wieder. Das war ein Zufallstreffer. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch hier rumlaufen soll. Ohne dass wir irgendwas finden. Das macht mich so ein bisschen. Macht mich so ein bisschen betroffen. So, haben wir hier, das können wir gleich wegwerfen. Minus ein Fieber. Ich glaube, wir sollten hier mal irgendwo unser Lager mal aufschlagen. Müssen, dass wir hier in Ruhe pennen können. Aber waren wir hier nicht auch? Das kommt mir so bekannt vor hier alles. So, 8 Hydration. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Thirsty. Natürlich ein Parasit. Achso, ja klar. Natürlich ein Parasit. Klar, weil wir uns nicht gewaschen haben. Also, dann drücken wir uns gleich mal irgendwie einen Pilz rein, wenn wir noch einen finden. Hier waren wir doch auch. Guck mal, hier ist noch so eine. Nein. Sehr schön. Können wir uns nämlich gleich noch ein paar Bandagen machen. Hier waren wir doch. Wir hatten hier doch. War das nicht unser Startgebiet, wo wir mal losgetigert sind? Ah, da ist das Kind. So. Schreibe mir jetzt mal auf, wo ich das Kind gefunden habe. Kind. Kind. Haben wir 39 West. 38 Süd. Das müsste unser Lager sein. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Richtung Süden laufen. Ein bisschen Richtung Süden müssen wir von hier aus. In Richtung Süden, also in die Richtung. Siehst du, das ist das Kind, was ich meinte. Aber der ist am Lachen. Ich dachte, der wäre mal schreiend weggelaufen vor mir. Ja, use a drink. Gut. Ich muss aber trotzdem sehen, dass wir irgendwie nach Hause kommen. Richtung Süden, 38. 38 West. Muss in die Richtung. Oder eigentlich muss ich in die Richtung, ne? Ich bin total verwirrt, ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Aber hier bin ich, in die Richtung bin ich auf jeden Fall falsch gelaufen. Also das, in die Richtung will ich ja eigentlich nicht. Das ist verkehrt, in die Richtung darf ich nicht. Ich muss in die Richtung, da muss unser Lager sein irgendwo. Weil dann hätten wir erstmal wieder einen Ausgangspunkt und dann wissen wir auch, wo der Junge ist. Der ist nämlich hier. Dann sind wir doch irgendwie falsch gelaufen irgendwo.
Ach, hier sind wir. Ah, hier ist unser altes, ganz altes Lager. Ah, okay. Hier ist unser ganz altes Lager. Ja, gut, okay. Was mitnehmen? Ja, können wir. Unser ganz altes Lager ist hier. Okay. Muss ich mal gucken. Richtung Osten, Richtung Westen. Südwesten, also mehr Südwesten, eigentlich mehr so in die Richtung. Wir müssen mehr so in die Richtung. Und da sind wir, glaube ich, dann nachher auf das Dorf gestoßen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Irgendwann. Ich sag ja, ne, so geil wäre es jetzt eine Karte zu haben, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Das sind auf jeden Fall viele Stöcker. Die haben wir wahrscheinlich irgendwann mal gekloppt. Und hier war das. Genau, stimmt. Und da waren wir doch. Da waren wir hier am Boot. Richtig. Okay, in Ordnung. Südwest. Jetzt sind wir 40. Jetzt sind wir schon zu weit. Wir müssen jetzt eigentlich noch weiter Richtung Süden. 34. 39, 34. Dann sind wir eigentlich auch verkehrt. Dann müssten wir eigentlich eher in die Richtung. Wäre richtig. Müssten wir aber näher Richtung Osten, ne? Eigentlich müssen wir eher Richtung Osten, weil wir haben jetzt zu viel Süden quasi. Wir müssen eigentlich Richtung Osten. Die Richtung machen. Richtung Osten. Gleich wieder 30 Igel am Körper. Thirsty. Nee, Westen. Ach, ich bin doch bescheuert. Richtung. Nein, ich bin ja bescheuert. Nein, nein, nein. Bin bescheuert. Wir müssen Richtung Westen und dann Richtung. Ich bin bescheuert. Gegenteil von Süden ist nicht Westen oder Osten. Fuck off me! Kratzabschöpfung, das war glaube ich ein Piranha gerade. Ich bin auch so bescheuert, ne? Gott. So. 39 ist in Ordnung, wir müssen jetzt aber Richtung Norden. In die Richtung müssen wir. In 34 ist das. In 34, Westen ist richtig, aber wir müssen strikt Richtung Norden. Dann kommen wir nämlich dann auf unser Lager zu. 34 Richtung Norden. Oh oh. Lass mich in Ruhe, Krokodil. Ich habe nichts getan. Jetzt sind wir gleich schon wieder energietechnisch gleich wieder Moors. Werden wir wieder nicht schaffen. Weiter Richtung Norden. Richtung Norden kommen wir aber nicht.
Hallo, mach doch mal den. Ich weiß auch nicht, was mit dem Kind hier los ist. 39, willkommen. Müssen so ein bisschen mehr navigieren mit dem. Mit der Uhr. Dann kriegen wir es noch irgendwie hin. Hm. 37. Näher. Hoffe ich. Können wir dann wenigstens gleich in unserem eigenen Bettchen schlafen. Tagebuch können wir auch nochmal reinschauen. Ja, hier sind wir auf dem Weg nach Hause. Alles klar. Perfekt. Oh, sehr schön, haben wir es gleich. Aber ja, wir müssen ein bisschen mehr Richtung. Wir müssen ein bisschen mehr mit. Bisschen mehr über die Uhr navigieren, dann geht das auch. Allein schon, ey. Ja, wir müssen ja vom. In den Süden wieder zurück, also laufen wir Richtung Osten. Ja, nee, ist klar. Bin so bescheuert manchmal, Eli. Oh, aber wenigstens haben wir es diesmal überlebt. Ich werde das gleich jetzt mal speichern. Ah, bisschen Fleisch. Drücken wir uns natürlich auch gleich noch rein. Ach, geil. God, I'm thirsty. Ja, I'm thirsty. Achso, apropos thirsty, ja. Oh, erstmal alles leer saufen hier. Oh. Und pennen gehen. Erstmal schön pennen gehen. Na gut, wir werden uns nochmal kurz freipulen müssen. Wo haben wir denn hier was? Dann sehe ich wieder irgendwelche komischen Blutegel. Oh nee. Oh nee, oh nee. Ist auch mal raus. Ach, hier haben wir noch eine Nadel. Ach nee. Ah, okay, alles klar. Oh nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Fieber haben wir auch noch. Zerstören, Stapel, zerstören, getrocknet, zerwachsen zweimal. Weiß nicht, ob wir die jetzt noch nutzen können dürfen müssen. Können wir das Fieber erstmal so ein bisschen senken? Apropos Fieber senken. Fieber senken, wir können uns hier auch. Ah, Moment. Machen wir gleich ganz elegant. Schon was abkochen. So, Vollnest. Das Fieber dauert jetzt nicht mal allzu lange an, aber ja, vorsichtshalber. So, Wasser. Gegen das Fieber. So, nichtsdestotrotz, müssen wir gleich mal gucken. Wo haben wir jetzt noch irgendwelche Wunden? Ach, da haben wir. Tonnenweise Igel. Na. Gut. Alles in Ordnung, würde ich sagen. Aber trotzdem verlieren wir noch Energie. Warum verlieren wir noch Energie?
Eigentlich können wir keine Energie verlieren. Ich muss merken, warum verlieren wir Energie? Jetzt muss da ein Verband drauf. Uns gleich einen Kohleverband, würde ich sagen. Also Ascheverband, kein Kohleverband. Ah, so. Rechts. Auch verbunden. Und jetzt müsste eigentlich die Lebensanzeige wieder steigen, würde ich mal sagen. Das würde ich mal ausprobieren, diese unbekannte Frucht. Da können wir auch nochmal gucken, was die bringt. Ich glaube, die bringen auch noch mal richtig Kohlenhydrate. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie sonst noch irgendwie eine Funktion hat, medizinisch gesehen. 15 Proteine, geistige Gesundheit. So, was ich noch mal testen möchte, ist das und das. Und dann machen wir das noch einmal mit den Pilzen. Seerosenblüte. Was ist das für Effekt da, damit wir das mal auch getestet haben? Einmal Pilze, einmal Seerose und einmal Tabak. Nee. Tatsächlich nicht, aber mit Tabak mussten wir auch irgendwas da machen. Irgendwie was mit. So, kleine Tonschüssel, Infusion, Lebensmittel, Vergiftung minus 5. Minus 1 Fieber. Kokosnussschale, Pilzsuppe. Minus 1 Fieber, geistige Gesundheit. Ja, okay, drücken wir uns trotzdem ein, auch wenn wir jetzt kein Fieber haben. Alles klar. Nur dann haben wir das mal durchgetestet. Also so doll ist es nicht. Kratzen wir noch mal ein bisschen. Damit wir wieder voll Energie sind. So, reicht dann auch. Dann speichern wir gleich noch mal. So, dann haben wir nämlich dann auch das, was wir alles kaputt gemacht haben, alles gespeichert. Alles, was wir gesehen haben, haben wir gespeichert. Und dann ist das gut. Dann gucken wir in der nächsten Folge nochmal ins Tagebuch, würde ich sagen. Und dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ja, in der nächsten Folge müssen wir sehen, wie wir da weiter vorgehen. Ob wir dann wirklich himmelsrichtungweise durchgehen oder was wir da machen. Weiß ich noch nicht. Also, vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge. Green Hell, macht's gut. Bis dann. Tschüss.